Hey Leute und herzlich willkommen bei Minecraft mit dem Manuel. Moin Leute und mit dem Jonah. Hallo. So, wir beide spielen Minecraft. Für uns das dritte Mal, für euch das erste Mal. Kommt drauf an, ob ihr mit rübergekommen seid. Oder unsere alten Kanäle kennt. Falls nicht, willkommen. Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Willkommen, meine Freunde. Ja, okay. So, wir spielen natürlich Multiplayer. Richtig, Server gemacht, eben weggeneriert. Also alles ganz frisch. Und wo bist du denn? Bist du hier schon drauf? Warum nicht die Wolle rum? Achso, ich bin gerade gejoint, ja. Achso, okay. Ich habe gerade hier einen Wolle entdeckt, warum auch immer. Ein Wolle? Ein Wolleblock. Ja, ich habe einen Auftrag. Mission. Moment, wo bist du? Hallo. Warum liegt die bei Walle rum? Schon wieder? Warum wieder? Hä? What? Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich habe schon drei Wolle. Komm schon mal ein Bett. Nee, also Leute, das ist jetzt kein Scherz. Wir waren hier nicht drauf. Wir haben hier nicht gespielt. Na egal. Ich finde dich trotzdem nicht. Ich habe dich schon eben gesehen. Ich komme gleich zu dir. Ich bin hier gerade irgendwo auf dem Baum gerade. Jonah, wo bist du? Ja, ich baue gerade Bäume ab. Ich habe dich aber eben schon gesehen. Ach ja, das alles übrigens aus meiner Perspektive. Wir haben uns vorgenommen, alle 10 Folgen die Aufnahmeperspektive zu wechseln. Das heißt, 2,5 Stunden nimmt jeder auf. Genau, und eben ist jetzt Jonah dran. Und dann in den nächsten 2,5 Stunden bin ich dann dran. Und dann seht ihr meine Perspektive. Ach so, ich weiß. Du bist über mir. Ja, ich habe da unten bist du. Moin. Na. Hey. Ich weiß, warum du Wolle gefunden hast. Das habe ich eine Idee, weil hier überall Wölfe sind und die haben wahrscheinlich Schafe getötet. Ah, das kann natürlich sein, ja. Ah, ich bin ein Genie. Genius! So, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. So, ich baue nochmal eben den Scheißbaum hier ab. Ich mache uns mal eine Workbench. Genau, mach ich schon mal. Also wir spielen jetzt hier auf einer. Erstmal auf der 172, deswegen auch komplett ohne Mods. Wir haben nichts, ja, also wirklich gar nichts. Läuft, gibt an Mods, keine Karte, was mir extrem zusetzen wird, schätze ich mal. Läuft, wenn du dreimal Mausklick auf ein Dings machst, dann wird es, dann stackst du alles, was du hast davon. Dafür brauchte man vorher. Ach so, ja, nee, das wusste ich sogar doch schon. Das wusste ich noch nicht. Ja, du bist ja so ein bisschen da raus, ne? Ja, ich bin total aus Minecraft irgendwie ein bisschen raus. Ja, aber ehrlich gesagt bin ich das auch so ein bisschen. Also jetzt bei der 172, was da so eine Erneuerung ist, das weiß ich eigentlich gar nicht. Also so groben Überblick habe ich schon. Aber naja, ne? Zu so, den Waffen! Warum erzielst du hier gerade so viele Erfolge und ich nicht? Ja, weil ich mir gerade die ganzen Sachen gecraftet habe. Achso, okay, dann. Warte, ich habe einen Fehler gemacht. Willst du nicht mir ein bisschen was mitcraften? Mache ich gar nicht, weil ich jetzt erstmal die drei wichtigsten. Ich brauch dich nicht. Ganz ehrlich, ich hab das nicht nötig. Wer braucht dich schon? Ich gönn jetzt nur noch mal ordentlich Holz von mir. Ich würde sagen, bevor wir uns irgendwo festsetzen. Und wir spielen übrigens auf der Schwierigkeitsstufe normal, also wir werden nachts ordentlich in den Arsch gefickt von irgendwelchen Viechern. Naja, schwer ist noch schlimmer. Ja, okay, trotzdem. Komm mal hier eben auf den Berg, weil da können wir uns nämlich dann hier einen ganz guten Überblick verschaffen, wo wir dann hinlaufen wollen. Ja, sofort. Mach ich gleich. So, da hinten ist so ein bisschen. Gott, wie nennt man das denn nochmal? Also hier haben wir den normalen Wald und da hinten ist eher so die Bäume von der Schneelandschaft, aber eben keine Schneelandschaft, Mann, egal. Also ich würde sagen, wir laufen irgendwo so in die Richtung. Ich töte nochmal eben drei Schafe, wo ich die gerade hier so sehe. Dann haben wir schon mal genug. Warum auch immer hier die Schafe auf dem Baum rumlaufen. Wir sollten vielleicht auch irgendwie ein paar Schweine, Kühe oder so mitnehmen, weil irgendwie kriege ich schon ein bisschen. Ja, ich habe auch schon. Ich auch. Okay, da bist du, ja? Oh, ich habe schon mal eine Höhle gefunden. Okay, also Wolle habe ich jetzt genug. Ja, ich habe Wolle genug. Mhm. Und wir sollten irgendwo auf dem Berg am besten rauf, mal eben.
Ich würde vorschlagen, zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das bisher zum Beispiel immer so gemacht. Ich bin direkt als erstes, nachdem ich so ein bisschen Verpflegungen hatte, direkt in eine Höhle und habe erstmal Rohstoffe gefarmt, bis der Arzt kommt. Und irgendwann, wenn ich dann voll war und nichts mehr mitnehmen konnte, bin ich dann irgendwann losgelatscht und habe mir ein Zuhause gesucht. Ich nicht, ich habe es immer andersrum gemacht. Ich hab mir immer erst ein Zuhause gesucht, so ein bisschen schon mal was aufgebaut und dann mal eine Höhlentour. Lass mal nach da hinten latschen. Aber ich sollte nicht so viel Leben verlieren, ey. Nee, das fühlt sich bei mir nicht mehr auf. Deswegen, wir müssen ein paar bisschen Schweine oder Kühe oder irgendwie sowas finden. Guck mal, ein Kreuz, es ist ein Zeichen. Das muss was bedeuten. Ich wette, hier unter ist was. Ja, ich wette, hier unter ist was. Ein Schlag auf den Kopf ist da, mehr auch nicht. Alter, ich hab noch 2,5 Herzen, du Sack. Was, warum das denn? Ja, weil ich die ganze Zeit irgendwo runtergesprungen bin. Okay, oh. Wir sollten... Da ist eine Kuh, glaube ich. Vielleicht ist es auch eine Birke, aber ich glaube, das ist eine Kuh. Nee, das ist eine Kuh. Oh, jetzt habe ich so eine scheiß Blume hier. Warte. Da, ich check dir eine Blume. Oh, danke schön. Ach, da ist sie. Dankeschön, das bedeutet mir echt viel. Also, es gibt neue Blumen. Das war nämlich gerade eben Mohn. Keine Rose mehr, die gab es irgendwie nur in Gelb und in Rot. So, jetzt gibt es halt auch Mohn. Und da habe ich gerade mal einen ordentlichen Grafik. Kuhschubser! Ja, schon, habe ich auch gerade. Ja, das ist so ein Leder einsammeln. Nice, ich habe schon mal 9 Fleisch. Ich habe 3. Wir müssen jetzt mal ganz schnell irgendwo. Lol, was ist da? Das Schneegebiet. Wie wär's? Warte, ich bräuchte jetzt eigentlich mal kurz eine Höhle. Ja, da vorne, von da, wo wir kommen, war eine Höhle. Ja, ich habe jetzt keinen Bock zurückzulaufen. Da hier, perfekt. kannst du mir mal eben deine Koordinaten sagen? Wobei, ich glaube, wir schon lang gelatscht sind. Ich meine, wir du bist doch hier längs, oder? Und dann bist ich, du. Also ich sammle meine eigenen Sachen schon selber ein, aber sammle die mal bitte nicht ein. Oh, das, ich weiß gar nicht mehr, wo du bist, aber ich finde das hier gerade ganz cool. Hier ist so ein kleiner Unterstand. Ganz schnieke. Just wait a moment. Alter, hier sind so viele tausend Schafe, Alter. So, ich glaube nur mal eben. Müssen wir uns mal merken, an unserem alten Spawnpoint sind ganz viele Schafe, müssen wir uns mal merken. Ja, ich kann mir auch den alten Spawnpoint immer genau merken. Ich kann mir mit Glück gerade mal merken, was ich zum Frühstück gegessen habe. Ach so. Scheiße, ich habe hier schon Eisen und Kohle gefunden. Oh, ich kann's Alter, wo bist du hinten? Sag mir mal bitte deine Koordinaten. Moment, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. ich weiß X schon. Minus 182. Ich weiß schon. Ja, ich habe schon wieder einen Screenshot gemacht. Machst du einen Screenshot mit F3? Nee, mit F2. F2, aber ich verklicke mich immer. Was ist das jetzt hier? Oh, ich habe schon mal Samen. Es wird ohne langsam sie selbst dunkel. Es wird langsam dunkel. Wir sollten uns, glaube ich, mal so langsam ein bisschen was suchen. Guck mal, deswegen gehe ich zum Beispiel mal in die Höhle, weil dann muss ich mir keine Sorgen um die Dunkelheit. Ja, ich habe hier eigentlich was ganz Nices. Also kannst du mal eben herkommen. Also ich finde das echt cool. Ach, du bist genau neben meinen Sachen übrigens. Ich habe sie nicht gesehen. Ja, fast neben meinen Sachen. Aber ich würde sagen, wir machen, weil hier ist nämlich so ein schöner Raum, den können wir schon mal zukleistern. Und dann werden wir erstmal uns hier so ein bisschen einrichten und dann kann man nämlich genau gegenüber immer in die Höhle reingehen. Und dann können wir dann doch erstmal deinen Plan verfolgen. Ach, dann bist du jetzt nicht auf deinen Namen. Ja, hier waren meine Sachen. Ich hole gerade ein bisschen Stein für ja, Ofen genau. Und so. Ach, da bist du. Genau, ich bin eigentlich gar nicht weit weg. Geh sonst schon mal ein bisschen in die Höhle und hol vielleicht ein bisschen Kohle, damit wir irgendwie was an Fackeln haben, weil sonst ist es gleich ein bisschen stockdunkel. Ja. Wobei, wir können auch Holzkohle gleich machen. Das wäre besser, weil ich farbe nämlich gerade ein bisschen was, damit wir das gleich zumachen können. Gut. Damit wir dann vor den Monstern sicher sind. Habe ich eigentlich die Helligkeit auf hoch? Ich würde sagen, wir kleistern das erste Mal nur mit Dreck zu. Ja. Weil es natürlich schon dunkel ist und das geht am schnellsten abzubauen. So, das sollte reichen. Wo bist du lang? Hier. Genau, siehst du meinen Namen? Ich bin jetzt hier in der Höhle. Okay, ich bin in der Höhle. Die, ich glaube, die meintest du hier nicht. Nee, komm mal runter. Oh. Hier. Darf ich da? War doch richtig. Ja, das hier meine ich.
Ah, das ist gar nicht so schlecht. Das ist doch eigentlich ganz cool. Wir machen das hier noch zu. Dann und vor allem das große hier machen wir auf jeden Fall jetzt nochmal zu, eben schnell. Dann baue ich hier, ne? Hier ja, baue du. So am Höhenangang. Genau, und dann. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Ich habe auch nicht allzu viel Dreck. So war das, glaube ich, oder? Ja. So, das war's auch schon mit meinem Dreckvorräten. Ich mache gerade Holzkohle. Das ist sehr gut. Läu. Und sortiere gerade mal. Nimmst du das gerade raus? Nee. Ah, nee, da, läu. Wurde mir gerade nicht angezeigt, also, dass das Holzkohle ich war. Ich bin das nicht. Ja, war gerade ein bisschen komisch. Ich sortiere gerade mein Inventar. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen auf Monster und ich bin gerade überrascht, warum hier noch keine gespawnt sind. Also ich habe Monster auf jeden Fall an. Okay, du brennst da jetzt schon mal. Okay, du gehst auch schon in die Höhle. Mach ich nicht, mach ich nicht. Ich wollte nur hier gerade ausleuchten in meinem Gebiet rum. Okay. Du wolltest dein Revier markieren? Ja. So, ich mach das mal so ein bisschen provisorisch hier natürlich. Ist natürlich jetzt nicht so nichts Weltbewegendes. Scheiße. Oh nein, meine Schaufel ist gleich kaputt. Nicht schlimm. Berätst du noch ein bisschen Essen, weil ich bin am Verhungern. Ja, stimmt. Das klang nicht gut. Nee, es hat auch ziemlich wehgetan. Ja, komm her. Ja, warte. Ja, das hat echt wehgetan. Mein Jungfernhäutchen ist gerade gerissen. Ah, so hat sich das angehört. Das hat echt wehgetan. Ja, so hat sich das ehrlich angehört, Alter. So Katsching. So Klong. Okay, vielleicht sollte man das hier auch noch zumachen am besten. Das ist irgendwie noch ein bisschen zu offen. Ich höre irgendwas. Ich hoffe, dass es ein Tier ist. Okay, das ist doof. Hoffentlich kommt es mal nicht von draußen, aber ich baue uns mal eben schnell zu. Lol, wieder. Das Steinschwert sieht erstmal aus wie eine Machete. Ist auch nicht schlecht. So, wo geht's eigentlich denn jetzt hier noch so ein bisschen hin? Aber geht's noch richtig schön weit oder ist das hier gleich vorbei? Ich weiß ja nicht. Kein Plan. Oh, sieht tief aus. Ich glaube, da geht's weiter. Essen! Warte, ich habe auch noch drei. Pack in den Ofen. Oh, warte, eins kann ich noch essen. Für die Leute, die es nicht wissen, man hat zwei Essensleisten mehr, als angezeigt wird. Das heißt, man könnte rein theoretisch, wenn man, so wie ich gerade nur zwei Keulen zu wenig hat, aber nicht unbedingt was essen möchte. Hast du mal kurz ein paar Fackeln? Ja, weil Essen oder das Steak jetzt gerade 4 gibt. Okay, danke. Ich baue mal eben noch Betten. Tut das. Also nochmal, für die Leute, die sich fragen, wieso soll ich ein Steak essen, das mir 4 Essen gibt, obwohl mir nur 2 fehlen, liegt daran, dass du 2 mehr hast, als dir angezeigt werden. Und wenn du quasi, wenn dir 4 Essen fehlen und du isst ein Steak, so dass es quasi genau voll ist. Ich mute mich mal eben ganz kurz, weil ich mal extrem husten muss. Tut das. Wirst du schneller wieder hungrig, als wenn du nur 2 fehlende hast und dann nochmal was isst, weil du quasi 2 mehr hast. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, Mann, oh Mann. Hattest du noch 2? Ja, hast du reingepackt, ne? Ich hab die beiden reingepackt, ja, und das Bett, das war irgendwie komisch. Ist schon wieder komisch. Na egal. Ja, ist doch falsch. So, Fackeln hatte ich da. Da hast du eine hingetan. Da tue ich noch eine ran. Hier ist es total düster, das ist schlecht. Hast du noch Steine? Ja, ne? Nö. Das ist schlecht. Ja, das habe ich alles verbraten, als ich das hier eben zugebaut habe.
Ich hab dir doch mal eine Steinspitzhacke geworfen. Yay. Danke.